der Dämmerung der größten Zivilisationen wurden wir auserwählt. Manche wegen ihrer Talente, andere wegen ihrer Stärke. Und manche durch Glück. Weiten war lang und still. Doch jetzt ist sie vorbei. Jetzt blicken wir zum ersten Mal auf unsere neue Welt. An diesen fremden Küsten wartet unser Schicksal. Ein Neubeginn für die Menschheit. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem Let's Test von Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Ich bin David und ich stelle euch heute das Spiel vor, das für 2 Tage bei Steam free to play ist. Ja, ich persönlich interessiere mich eigentlich ganz schön an dem Spiel. Ich wollte schon länger mal antesten. Ich habe auch überlegt, ob ich mir Sid Meier's Civilization 5 hole. Und jetzt habe ich natürlich auch die Gelegenheit, das mal für mich selber zu spielen, oder ich hatte es schon gespielt. Ja. Gibt's noch zu sagen? Das Spiel ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, würde ich so sagen. Und es ist halt ein Aufbauspiel, man muss wirtschaften, man kann Krieg begehen. Aber das werdet ihr gleich alles noch sehen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den Einzelspielermodus. Wir spielen heute ganz alleine. Ihr seid nur mit mir hier. Ja, gehen wir mal in ein ganz schnelles Spiel jetzt spielen. Alles zufällig ausgewählt. Und gucken uns das mal an, wie das Spiel so aussieht, was es so beim Spiel zu tun gibt. Auf jeden Fall Auszüge aus den Koloniearchiven, persönliche Aufzeichnungen Kavita Takur. Wir wurden aus unserem eigenen Land verdrängt, von unseren eigenen Leuten bedroht und dennoch haben wir überdauert. Wir haben alle Hindernisse überwunden und sind hier in unserer neuen Heimat angekommen. Wenn unsere Füße neues Land betreten werden, unsere Ketten gesprengt, unsere Wunden geheilt, unsere Seelen und Körper werden sein und zu erblühen in allem, was wir sind. Tja, so ist es. Dann lasst uns mal loslegen. Also ja, das Spiel ist also so aufgebaut in so Feldern, die so sechseckig sind. Ein bisschen wie so eine Bienenwabe. Und es gibt verschiedene Felder. Man sieht hier zum Beispiel, das ist das Gelände dieses Felds ist Ebene und Fluss. Und der Ertrag wäre eben eine Nahrung, eine Produktion und eine Energie. Süßwasser steht da auch noch, also der Fluss. Und jede Ebene, es gibt halt unterschiedliche Ebenen. Hier ist zum Beispiel Wald und Hügel. Und die Ebenen ergeben auch unterschiedliche Erträge. Wir sind ganz schön weit unten auf der Karte. Hier ist nämlich auch Schnee. Und wir können uns ja mal umgucken. Hier zum Beispiel ist so ein Alien-Skelett. Das ist eine Ressource. Hier ist eine Ressourcensonde. Sieht man noch
So. Auf jeden Fall. Zum Beispiel gibt es Obst, Kristallin, Schwebestein, Pizza, alles Mögliche. Das kann man halt alles abbauen und das ist halt so ein Strategiespiel, bei dem man viel Wirtschaft macht. Wenn wir uns ja mal überlegen, wo wir am besten unsere Stadt platzieren. Überlegt mal ganz kurz, was mir denn am besten gefällt. Wo es halt, man muss halt überlegen, wo man am meisten Ertrag bekommt. Sieht nicht so rosig aus, würde ich jetzt ganz spontan sagen. Ich habe zwar nicht so viel Ahnung von dem Spiel, aber das, was ich bis jetzt gespielt habe, und zwei, drei Runden, die ich leider auch nicht zu Ende gespielt habe, weil das Spiel nimmt sehr viel Zeit in Aufwand. Ist ein bisschen wie Monopoly. Das spielt man auch nie zu Ende. Aber ja, ich denke mal, wir setzen uns hier auf diesem Hügel an. Weil wir sind am Fluss, das ist immer eine gute Handelsstraße und das, wir haben hier Obst, da können wir gut an Nahrung einsammeln. Tun wir das einfach mal. Genau, da kommt unser Raumschiff. Das verwandelt sich gleich in so eine kleine Stadt. Also ein Stützpunkt. Mandira heißt der. Und hier ist ein Erkunder. Und mit der Erkundereinheit kann man halt ganz viel rumlaufen. Jo. Und mit der muss man halt erkunden. Und zum Beispiel hier diese Ressourcensonden, die kann man aufsammeln. Und der Erkundereinheit kann so eine Expedition starten. Dann kann sie zum Beispiel so ein Alien-Skin-Pad erforschen und was damit war, und dann kriegt man dadurch Vorteile. Halt ganz cool. Deswegen bewegen wir mal die Erkundereinheit in die Richtung von dem Alien-Skelett. Und wir machen gerade die erste Runde, deswegen können wir hier eine Produktion wählen, was wir in unserer Stadt produzieren werden soll. Hier sieht man zum Beispiel auch, hier, man kann eine Reliquie der alten Erde produzieren. Man sieht auch, der Wirtschaftsberater empfiehlt, dies hier zu bauen. Und man hat immer so Berater. Hier in diesem Fenster sieht man jetzt zwar nur den Wirtschaftsberater, aber es gibt viele verschiedene. Es gibt noch Kulturberater, den Wissenschaftsberater und ich glaube den Militärberater. Jedes lenkt halt das Spiel in eine andere Richtung. Ich würde mal sagen, wir machen als erstes einen Bautrupp. Was man mit dem Bautrupp machen kann, erkläre ich, wenn der dann da ist. So, jetzt dürfen wir eine Forschung wählen. Gucken wir uns das mal an. Hier sieht man zum Beispiel, der Militärberater empfiehlt, die Technologie zu erforschen. Hier ist der Wissenschaftsberater. Hier ist nochmal der Wirtschaftsberater. Der Kulturberater, den sieht man nur selten, ist mir aufgefallen. Ich habe den bis jetzt, glaube ich, auch erst zweimal gesehen. Deswegen, ja. Nahrung durch Wüste, Alien, Gesundheit, Nahrung durch Sumpf. Gucken wir uns mal unsere Karte an. Ja, Wüste haben wir hier nicht. Sumpf auch nicht. Wüste ist da oben und hier links. Für die Stadt kommt das nicht so in Frage. Okay, gehen wir noch Wissenschaft, was am besten. Oh. Erhält Alien-Einheit. Stadtfern. Nein. Ja, ich denke mal, wir erforschen die Technologie Ökologie als erstes. Wird ja auch von unserem Wirtschaftsberater empfohlen, weil das auch machen. Jetzt sieht alles okay aus. Ressourcen wurden entdeckt. Entdeckt alles. Guck, da ist noch eine Ressourcensonde. Gut, Liga aktualisiert. Okay, gehen wir in die nächste Runde. Dann wird uns vorgeschlagen, Einheit benötigt Befehle. Diese Einheit benötigt Befehle. Bewegen wir sie mal in die Richtung, in die wir sie bewegen wollen. Was euch vielleicht schon aufgefallen ist,
auch vielleicht die, die das Spiel sogar schon kennen. Hier zum Beispiel auf diesem Feld oder auf diesen Feldern sieht man das besonders gut, ist sogenanntes Miasma. Wenn eine meiner Einheiten diesem Miasma-Feld stehen bleibt für eine Runde, dann erleidet die halt Schaden, weil das ist halt sowas wie ein Gift, so eine Giftwolke oder so. Das ist halt nicht zu empfehlen, seine Einheiten da stehen zu lassen. Okay, können wir gleich in die nächste Runde starten. Einheit braucht wieder Befehle. Geht nach dem anderen. Und gleich wieder in die nächste Runde. Gibt momentan am Anfang noch nicht viel zu tun, deswegen sind die Runden relativ kurz. Holen wir uns erstmal die Ressourcensonde. In ihrer Ressourcensonde haben sie Laborausrüstung von der alten Erde gefunden, die dort mit den Präzisionstechniken hergestellt wurde, die auf diesem Planeten schwierig nachzubilden sind. Ihre Wissenschaftler freuen sich über diese Ausrüstung und sie erhalten als Forschung. Also haben wir in der Forschung einen 19 plus 19 Fortschritt bekommen. Hier sieht man die Forschung. 30 von 95 haben wir bis jetzt. Legen wir den Kunde mal hier runter zum Alien-Skelett. Das können wir ja mal. Da können wir mal eine Expedition starten in ein paar Runden. So, jetzt haben wir eine Questentscheidung. Blutbank, Questentscheidung. Seit unsere Klinik eröffnet wurde, ist die Bevölkerung durch eine ideologische Kluft geteilt. Das Sichern und Verbessern unseres neuen Territoriums hat sowohl die Streitkräfte als auch die zivilen Arbeitskräfte enorm strapaziert. Beide sind sich einig, dass die Gefahren, denen sie sich jeweils gegenüber sehen, durch ein staatlich finanziertes Gesundheitswesen abgedeckt werden müssen. Unsere junge Kolonie hat nicht die notwendigen Ressourcen, um beide Seiten gerecht zu werden. Welche bedarf der Hilfe am dringendsten? Also wenn wir Verteidigungsbautrupps versorgen, dann kriegt unsere Stadt 15 Trefferpunkte durch Kliniken. Und hier kriegen wir ein Gesundheit durch Kliniken. Ich nehme die Gesundheit, das ist nämlich nicht gut. Nicht schlecht, so. Da kann nämlich noch ein paar Bonus zu sammeln. Das sehen wir aber bald. Nehmen. Ein Gesundheit durch Kliniken. Können wir in die nächste Runde starten. Einmal da drauf laufen. Das war's schon für diese Runde. Unser Erkunder kann hier eine Expedition starten. Der hat 5 Runden. So lange hat er nichts zu tun. Dann gehen wir mal in die nächste Runde. Jetzt wird es wahrscheinlich ein paar Runden nichts zu tun geben. Die Stadt produziert gerade etwas. Der Erkunder macht seine Expedition. Deswegen können wir von einer Runde in die nächste gehen. Momentan ist auch noch kein anderes Volk auf diesem Planeten gelandet. Deswegen gibt es auch zwischen den Runden relativ wenig Pause, also wollen wir relativ wenig warten. Und jetzt haben wir hier einen Bautrupp und der kann verschiedene Modernisierungen bauen. Zum Beispiel hier wird uns vorgeschlagen, eine Plantage zu bauen, um auf diesem Feld den Ertrag an Nahrung zu erhöhen. Dann ziehen wir den Bautrupp da drauf und bauen eine Plantage. Das dauert 6 Runden, hat man da gerade gesehen. Und nach 6 Runden haben wir da eine Plantage und der Ertrag von diesem Feld ist erhöht. Ich kann ja jetzt mal in diese Ansicht gehen. Hier sieht man die Ansicht, auf welchen Feldern wir gerade arbeiten. Das wäre dieses Feld. Dieses Feld, da das Männchen so leuchtet. Wir haben momentan 2 Bürger oder Bewohner, die arbeiten und das ist halt unser Ertrag auf den Feldern. Hier sieht man auch, wir haben eine Produktion von 8,8, eine Kultur von 1, Nahrung von 2, Energie von 7, Wissenschaft von 2 und Gesundheit 2. Ja. Und momentan arbeiten Bürger hier auf dem Algenfeld und auf dem Obstfeld. Wenn man will, kann man das zum Beispiel auch selber so bestimmen, wo die hingehen. Kann die woanders hinziehen, dann hat man zum Beispiel mehr Produktion, alles geht schneller in der Stadt. Aber ich denke mal, ich lasse die so, wie die das wollen. Wäre ich gar nicht schlecht, wenn wir ein bisschen Nahrung haben, dann kommen schneller mehr Burger. Ja, gehen wir mal wieder raus aus dieser Sicht. So, jetzt können wir noch eine Produktion wählen. Diesmal können wir auch das machen, was unser Wirtschaftsberater vorschlägt. Reliquie der alten Welt. Der alten Erde.
Gehen wir in die nächste Runde. Sie haben die Station Fernbasis 1 entdeckt. Die Station Fernbasis 1 bringt jeder Stadt, die einen Handelsweg einrichtet, folgendes. 2 Energie und 2 Wissenschaft. Kann nur eine Stadt pro Kolonie gleichzeitig mit einer Station handeln. Jo, in dieser Station. Da oben. Fernbasis 1. Ja, das ist gerade noch nicht so relevant. Wenn wir zum Beispiel ein Handelskonto erstellen, können wir so Handels... Wie heißen die? Ich muss nachgucken. Handelskonvois. Ja, Konvois. Produzieren. Und die können dann da hingehen und dann kriegen wir halt 2 Nahrung und 2 Energie. Jede Runde. Das ist halt nicht schlecht. Und die spawnen halt... Oh, Entschuldigung. Die spawnen halt random auf der Karte. So, gehen wir mal in die nächste Runde. Ark. Okay. Petition abgeschlossen. Nach etlichen fruchtlosen Monaten der Ausgrabung des Alien-Skeletts nährt sich aus der Wildnis eine fremdartige Lebensform. Als wäre sie gerufen worden. Ihre Expeditionsteams griff schnell zu den Waffen, aber wie sich herausstellte, war dies nicht nötig. Welche Ehrerbietung die Lebensform dem Skelett auch immer entgegenbrachte, sie scheint auf sie übersprungen zu sein. Ein Alien-Raubkäfer steht nun unter ihrer Kontrolle. Dann haben wir einen Alien-Raubkäfer als unsere eigene Einheit. Das ist ganz cool. Der bewegt sich nämlich, glaube ich, ziemlich schnell oder ziemlich weit. Dann können wir mit dem nämlich hier die Ressourcensonde holen. Und mit dem Erkunder können wir noch ein bisschen weiter hier oben erkunden, dann, der sich bewegen kann. Okay, nächste Runde. Eine Einheit benötigt Befehle, das wäre der Wunder erstmal. Und. Okay, ja, hier ist ein Hügel, deswegen können wir uns nicht so weit bewegen. Jetzt runter. Ah, da landet jetzt der erste sozusagen Mitstreiter von der KI oder der computergesteuerte Mitstreiter. Daumig Tortur von der Pansarien-Kooperative. Neutral eingestellt, wir öffnen Herz und Geist allen, die unsere Freunde sind und diese neue Welt in Frieden teilen wollen. Ja, man kann zum Beispiel gleich den Krieg erklären, Handel eingehen, fordern, etwas besprechen. Aber am Anfang bringt es nichts, weil die noch nicht mit einem kooperieren, weil... Okay, hier benötigen wir ein paar Befehle. Die brauchen Befehle kaufen. Was zum Beispiel an Alien-Einheiten sehr interessant ist, wenn die zum Beispiel in dem Miasma-Feld stehen bleiben, die kriegen dadurch keinen Schaden, die heilen sich nämlich durch das Miasma-Feld. Das ist halt ziemlich interessant an Alien. Dahin. Hier gibt es noch nichts zu tun. Nächste Runde. So, unser Raubkäfer holt uns die Sonde. Als der Kojote begriff, dass er der einzige seiner Art auf diesem neuen Planeten war, erscholl sein Heulen durch die Schluchten und von den fernen Hügeln. Ja, und wir haben die neue Technologie erforscht, Ökologie. Dadurch ist jetzt das Vivarium freigeschaltet. Das können wir bauen und dann kriegen wir plus 2 Nahrung und plus 1 Nahrung durch Wüste. Den Ultraschallzaun, der hält alle Alien-Einheiten bis auf 2 Geländefelder von der Stadt fern. Und wir können jetzt mit unseren Bautrupps Miasma entfernen. Ganz cool. So, Ressourcensonde durchsucht. Wir erhalten 19 Forschung. Nicht schlecht. Wir dürfen eine Produktion wählen. Unser Militärberater empfiehlt uns, einen Ultraschallzaun zu bauen. Unser Bautrupp. Oder unsere Wirtschaftsberater und unser Wissenschaftsberater empfehlen, einen Bautrupp zu bauen. Aber ich glaube, ich baue lieber noch einen Erkunder. Ich möchte nämlich noch eine Expedition starten, wenn ich etwas finde. In der Nähe. Und leider hat jeder Erkunder nur ein Expeditionsmodul. Ich weiß auch nicht, ob man die irgendwie aufladen kann, wenn man zurück zur Stadt geht oder so. Habe ich noch nicht ausprobiert. Naja. Wenn wir mal testweise ins Miasma-Feld gehen, kann ich euch mal zeigen, dass der auch Schaden bekommt. Jetzt dürfen wir noch eine Forschung wählen. Was wählen wir denn da Schönes aus?
Also ich finde das hier ja nicht schlecht, dann sind meine Bautrupps immun gegen Miasma. Ja, auch ganz cool. Aber bin auch relativ interessiert. Ja, guck mal kurz was. Oh, wir können sogar mit dem Fluss bis dahin, auf dem Fluss bis dahin fahren. Ich frage mich gerade, wenn ich das hier forsche. Ah nee. Okay, ich denke mal, ich erforsche erstmal die Pionierarbeit und wahrscheinlich danach auch gleich das die Planetenvermessung. Dann kann ich nämlich Korallen und Algenressourcen abbauen und da zum Beispiel auf Algen kann ich dann eine zusätzliche Nahrung produzieren und wir haben ja bei unserer Stadt ein Algenvorkommen, aber erstmal die Pionierarbeit, damit wir einen Handelskonvoi erstellen können, welches dann immer zur Fernbasis 1 geht, läuft, was auch immer. So, auf geht's in die nächste Runde. Und da landet ein weiterer Mitstreiter von uns. Freeland. Utama von Polistrali. Hallo, das Commonwealth des Pazifiks heißt Sie willkommen. Wiedersehen. Da hat man gerade gesehen, wir haben 10 Schaden von Miasma erhalten. Hier ist die Trefferpunkteanzeige. Wir laufen jetzt mal weiter. Und da haben wir noch eine Station entdeckt. Ja, erst eine Siedlung. Kann man bestimmt auch kann eine Expedition starten, dann weiß ich schon mal, wo ich meine Erkunder, den ich gerade baue, hinschicke. Den hier weiter. Guck mal, hier sind zum Beispiel solche Aliens. Manticore, fremdartig. So Fernkämpfer. Und die, ja. Die sind hier auf Planeten. Manchmal sind die freundlich eingestellt, manchmal greifen die einen an. Mal weiter. Ach, da haben wir auch was entdeckt. Abgestürzter Satellit. Interessant. So, unser Bautrupp ist fertig mit der Plantage. Dann werden wir wahrscheinlich da noch eine Plantage hinbauen. Das sieht, das wird uns empfohlen. Doch wahrscheinlich das Beste, was wir machen können. Ja, da haben wir 2 Nahrung, dann hätten wir da 3 Nahrung. Könnten natürlich auch hier irgendwie eine Plantage hinbauen. Hätten wir da 2 Nahrung. Aber Produktion haben wir. Macht ja. Dann gehen wir in die nächste Runde. Noch ein Mitstreiter. Da haben wir es so schwer auszusprechen. Reginaldo de Alencar von Brasilia. Sich Wissenschaft erhalten. Sich Energie. Okay. Schicken wir mal einen Bauerntrupp dahin und bauen eine Plantage. Stellen wir uns auf den Hügel, dann sehen wir mehr. Noch eine Ressourcensonde, das ist richtig cool. Ja, der Planet, was mir aufgefallen ist, scheint relativ trocken zu sein, deswegen es gibt viel Wüstenlandschaft. Bei den Ringen.